Moin, Servus, moin, guten Abend, hello, good morning, was geht ab? Willkommen zu Immortals Phoenix Rising. Seht ihr diesen schönen Sonnenauf- oder Untergang? Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Ich glaube, es ist ein Sonnenuntergang. Seht ihr diese Spiegelung im Wasser des Lichts? Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Und sowas kann man im echten sowie Leben sowie im virtuellen Leben bewundern. Es gibt so viele coole Games und jedes einzelne Game hat so schöne Momente, die es bereithält. Man muss nur einen tieferen Einblick haben in das Game. Und ja, es ist ein Sonnenuntergang. Wenn der Himmel abends rot ist, bedeutet das, der nächste Tag wird schön, aber in diesen Gängen gibt es ja sowieso keine Regeln. Was ich besser gefunden hätte, dass sie hier auch noch Regen und Wetter einprogrammiert hätten, aber das haben sie nicht. Schade. Naja. Um es nochmal zu verinnerlichen, wir sind hier auf einer Quest. Hammermäßiges BB. Herr Pfistus war nicht immer so niedergeschlagen. Das Leid ist mit der Zeit immer größer geworden. Eine tragische Geschichte. Eine Tragikomödie. Untersuche Heros Thron. Nun, hier wären wir. Hera warf Hephaistos hinab auf Lemnos. Also sperrte er sie in den Thron ein, den er aus Rache gefertigt hatte. Dramatisch! Abgeschlossen, ja? Das war ja eine simple Quest. Jetzt haben wir hier im weiteren Untergrund endlich mal wieder einer, wo wir direkt rein switchen können. Ohne irgendwelche Kompromisse. Und wieso zeigt mein Stream-Dashboard auf dem Handy an, dass ich nicht streame? Was soll das? Twitch ist manchmal komisch. So, wo sind wir hier gelandet? Arena der Legenden. Schwierigkeitsgrad hoch. Oh, zwei Truhen. Und natürlich der Blitz von Thor. Hier schaffen es normale menschliche Sprünge. Wir haben volles Leben. Hier werden wir wohl einige Tränke aufbrauchen. Es ist aber die übliche Kampfarena. Hey, was? Okay. Na komm, greif an. Oh, übertreibt nicht. Okay. Und wir machen. Er soll mal seine Angriffe wieder machen. Boah, Junge!
Digga, gerade kassiere ich nur. Was ist denn mit dem passiert? Hat er so hässlich gelacht? Ist einfach verschwunden. Okay. Die Kleinen brauchen wir gar nicht zu bekämpfen, die ignorieren wir. Komm, noch ein Laser, noch ein Laser. Und du kriegst auch noch einen. Elektrogeladenen Schuss ab von mir. Junge. Geist des Odysseys? Gut, das konnten wir ihm sogar krass ausweichen. Habt ihr das gesehen? Und das sind seine Fernangriffe, die wir krass blocken können. Er macht eine auf Zelda. Mit seinem Master Schwert. Sword, wollte ich sagen. Die Pfeile sind auf jeden Fall krass maximiert. Die habe ich verbessert. Er hätte mal abdrücken sollen. So, jetzt. Ein elektrogeladener Schuss. Und für dich auch nochmal einer. Hier, kriegst du noch einen. Der Dude ist fast besiegt. Jetzt konzentrieren wir uns erst recht auf ihn. Er ist da. Ja.
Alter, es ist so nervig! Dann rennt sie zur Seite, dann verfehlt man sie. Wie nervig! Komm, du kriegst auf die Nase. Damit war es das für Odysseus. Aber wir wollen die Truhe noch haben, also müssen wir uns noch in den Kampf liefern. Gegen wen? Alter, gegen den Geist des Herakles. Gegen den Geist der Atalante. Dieser dumme Bär! Den habe ich schon damals gehasst, wo ich gegen Atalante gekämpft habe. Schon damals habe ich den Bären gehasst. Der Bär ist scheiße. Sorry, aber da werde ich wirklich böse. Der regt mich wirklich auf. Hut ab, Digga, Hut ab, alles klar. Kann alles von vorne machen. Hat gar nichts gebracht hier. Außer, dass ich alle meine Sachen wieder habe. Okay, wir müssen nicht alles von vorne machen. Das ist gut. Aber wir müssen uns noch mal den Kampf hier liefern. Wegen der Truhe. Okay, der eine Knecht ist besiegt. Und die ganzen Kristalle, schaut euch das an. Fliegen hinter mir her. Wie kleine Raumschiffe. Wie eine kleine Armada. Aber ich sammle sie alle ein. So, der Bär. Den lassen wir Bär sein. Sie ist aber auch stärker geworden, ne? Nur vorsichtig vor diesen Bären. Weil der kriegt Aggressionen, wenn wir Atalante angreifen. Fahr, Digga, beruhig dich mal. Hast dein Mittagessen nicht bekommen, ne? Liebes Bärchen. Zumindest habe ich jetzt meine Fassung wieder. Fassung wieder. Und jetzt kann ich ja auch 5-mal hintereinander ausweichen.
Hätte ich das damals schon gekonnt, wäre der Kampf vielleicht auch schon anders ausgegangen. Oh, Junge! Aber gerade lerne ich nur noch fliegen. Ich fliege von A nach B. Ich fliege von A nach B, Digga. Wie so ein Ping-Pong-Ball. Das ist lächerlich. Also nochmal da. Nochmal daran. Atalanta ist das kleinste Problem. Und wir wurden wieder zerstampft. Aber es ist klar, ich möchte das schnell hinter mich bringen. Wir haben alles wieder bekommen, was wir verloren haben. Ehre! Und trotzdem geben wir nicht auf. Und kämpfen weiter. Lassen uns nicht unterkriegen. Aber ihr Drehangriff, ne? Der ist krass. Aber unser Ausweichangriff, der ist auch krass. Aber ich verliere hier gerade den Überblick. Alle drei auf einen Haufen, das ist kacke. Guck mal, Atalanta macht Fernangriffe. Die bleibt, wo sie ist. Wir müssen die beiden Dudes weglocken. Ey, du Blödmann, werf nicht mit Steinen. Mann, Klappe. Warum ist auch der Segen nicht aktiv? Sie ist besiegt mit Dank zurück. Wir erhalten heute ungewöhnlich viele Trophäen. Der Bär ist damit auch weg, ne? Gut, um den Bär mussten wir uns also null kümmern. Der war optional. Jetzt kümmern wir uns ums Dickerchen. Wir heilen uns noch mal einmal. Jetzt haben wir es. Damit gehört die Truhe uns. Die erste sowie die zweite. Endlich ist dieser ewige Kampf vorbei. Ich hole meine wohlverdiente Belohnung ab. Was da wohl drin ist.
Neue Ausrüstung oder nur geschmolzenes Fragment? Unser fünftes. Und hier ist die zweite Truhe. Was haben wir hier Schönes? Blitze des Zeugs. Okay. Nice. So muss das sein. Und allein dieser Part hat schon wieder 20 Minuten beansprucht. Nur für diese eine einzige Aufgabe. Na gut, und für die Mission am Anfang. Aber manche Aufgaben dauern halt seine Zeit, ne? Wir spielen das Spiel schließlich auf schwer. Meine lieben Dudes, meine lieben Freunde von heute und von morgen und von gestern, wir spielen das Spiel auch schwer. Und jetzt gucken wir, was wir durch die letzten 10 bis 15 Minuten machen können. Ich will einmal den Scanner rausfahren. Ja. Hier ist tatsächlich was. Kleine Lyra entdeckt. Ah, wo war das? Oh, ist immer so schwierig zu finden. Eine Ambrosia entdeckt. Man muss es leider ja öfters machen in diesem Game. Damit du die Sachen, die auf der Map sind, auf der Karte aufdecken kannst. Und das geht leider nicht immer auf Cam, weil man manchmal einfach die perfekte Position dafür innehat. Wie jetzt, ich hier gerade. Und dann kann man wieder einiges aufdecken. Das haben wir jetzt aber, wir sind fertig. Gucken wir noch einmal auf die Map. Den Gegner hier und die Aufgabe werden wir, wie gesagt, in einem der letzten Parts machen. Jetzt möchte ich hier lang die kleine Lyra holen. So wie die Truhe und den Ambrosia und den Ambrosia und die Hauptmission verfolgen. Los geht's. Gucken wir noch einmal auf die Map. Ja, wir müssen jetzt hier eher an der Küste lang. Das können wir auch reiten, das Stück. Können wir so richtig schön durch die Prärie reiten. Die Welt erbebt. Ihr braucht blaue Pilze. Seltenheit. Nehmen wir mit. Jetzt müssen wir fliegen. Noch ein blauer Pilz, auch Ausdauerpilz genannt.
Denn er gibt uns die Ausdauer, die wir brauchen. Und ich hatte schon lange keine Ausdauerprobleme beim Klettern mehr. Muss ich zugeben. Das ist das erste Mal seit langem. Ob wir es auch schaffen, ohne noch mehr zu verschwenden, das wird jetzt ziemlich knapp. Das reicht. Ja, hat alles gerade so gereicht. Was will der denn jetzt? Nerv nicht. Er soll nicht nerven. Wo ist das kleine Gestein? Wie 60 Meter unter mir. Wo denn hier? Hier falle ich runter. Kannst du mir nicht erzählen, dass es da unten ist? Ausdauerpilze sehe ich da auf jeden Fall, die will ich haben. Und die Pharmaindustrie hat ausgesetzt, denn ich habe im letzten Part irgendwo was zum Farmen gesehen und ist nicht mitgenommen. Oh, da ist er ja. Ich sehe ihn. Allerdings hol ich mir den gleich. Und porte mich dann. Jetzt sind wir schon hier oben. So, komm her, kleines Steinchen. Was wollt ihr? Stress? Tschüss. So. Den Cube brauchen wir safe da unten. Deswegen habe ich jetzt eine gute Idee, was wir tun. Ja, gut, Digga. Das war für dich, du Mistkerl. Schön on your face, Digga. Und der Dude kriegt den auch nochmal ab. Was will er eigentlich tun? Er ist doch gar kein Gegner für mich. Schade, dass wir die Ausdauerpilze da oben nicht mitgenommen haben. Hier gehören die übrigens rein. Einer. Hier ist die kleine Lyra. Da muss hier oben der andere sein. Anders kann es gar nicht sein. Ja. Aber eigentlich können wir schummeln.
Wenn ich ehrlich bin, können wir das einfach hier tun. Und zack, den Laser lösen. Und sofern da auch die Truhe ist, ja, das Rätsel schon lösen. Wir haben also geschummelt. Und das zu Recht, weil wir die Fähigkeit besitzen, diese schweren Metallklötze zu bewegen. Und nun muss ich mir diese Lira merken. Dafür hole ich mir mal eben schnell gleich einen Zettel und einen Stift. Die Zeit ist eh wieder rüber hinüber. Ja. Es ist wieder mal soweit. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, mit Phoenix geile Abenteuer zu erleben. Ich freue mich auf euch. Bis bald.